So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario 64 DS. Wir sind heute im Fliegenpilz-Fiasko angekommen und müssen mal wieder einen großen Berg erklimmen. Kennt man ja sonst auch nicht. Ja gut, eigentlich schon, aber na gut. Wollen wir es Nintendo mal nicht böse nehmen, ne? Würde ich jetzt einfach mal sagen. So. Und schön hier über die Planke rüber. Ja, Leute, ich bin endlich zurück. Oder, ja gut, wa was heißt endlich? Ich bin wieder zurück aus meiner kleinen YouTube-Pause, wo ich ja bei meinem Vater war, so eine Woche, ne? Wisst ihr Bescheid, wenn ihr das kleine Informationsvideo dazu gesehen habt. Ansonsten wisst ihr jetzt, warum eine Woche keine Videos kamen. Aua, da bin ich gerade mal auf den Popo gefallen. So, hier vorbei an den Gumbas und hier rüber flattern. So, du lässt mich bitte in Ruhe, liebe Wolke. Dich mag ich nämlich nicht, weil, weiß ich nicht. Hey, theoretisch könnten wir sogar hier abkürzen. Naja, machen wir. Machen wir später. Denn es kommt danach nochmal ein Stern, der fast genauso ist. Ihr werdet es gleich sehen. Mehr möchte ich mal dazu nicht verraten. Für diejenigen, die dieses Let's Play vielleicht doch blind schauen, obwohl das Spiel ja schon seit 12 Jahren draußen ist, glaube ich. Wow, ich dachte, ich stürze jetzt ab, aber gut. Bin ich froh, dass es doch nicht so war. Ja, hier ist der erste Stern. Und damit wären wir bei 87. Was ziemlich nice ist. Würde ich mal so sagen. Ein großer Berg haben wir geschafft. Also die Mission, ein großer Berg. So. Jetzt kommt das Geheimnis der Affenhöhle. Ja, dazu müssen wir wieder den Berg erklimmen. Aber ich werde, wie gesagt, diesmal ein paar Abkürzungen nutzen. Vorher habe ich jetzt einfach mal keine Abkürzungen genutzt. Oh, bitte nicht runterschmeißen. Vorher habe ich jetzt einfach mal keine Abkürzungen benutzt, weil ich euch ja erstmal den Berg zeigen wollte. Aber jetzt, hä? Ich war doch schon auf der Planke drauf. Du, geh mal weg. Geh mal weg von der Planke, du Scheißviech. Wie heißt denn die überhaupt? Sieht ein bisschen aus wie ein Bomberman, ne? So, ja, aber auch egal. Du lässt mich mal in Ruhe, lieber Scheigei oder Flyguy oder wie du auch immer heißt. Ja, ich werde jetzt eins, zwei Abkürzungen nutzen. Weil wir ja schon gesehen haben, wie wir den Berg hochgeklettert sind. Ja. So. Uah. Uah. Hilfe. Das mit den Bowlingkugeln, das ist immer ein bisschen kritisch, ne? Aber sonst ist alles in Ordnung. So. Und dann können wir hier hoch. So, hier könnten wir auch wieder abkürzen. Machen wir gerade mal einen Rückwärtssalto. So, jetzt müssen wir nämlich hier oben wieder an derselbe Stelle einen Affen jagen. Was mit Luigi eigentlich am einfachsten sein sollte, weil er ja der schnellste aller Charaktere ist. Komm doch mal her, Affe. Affe, hey. Der ist echt flink, der Kleine. So, komm mal her. Ich hab ihn eigentlich schon mehrmals gekriegt, aber das Spiel lässt es wohl nicht sehen. Komm doch mal her. Ja, Leute, ich glaube, ich muss euch das schneiden. Nee, doch nicht. Ich wollte schon sagen. So. So, und jetzt haben wir mit ihm Fange gespielt und jetzt gibt er mir einen Stern. So. Komm, gib mir den Stern. Hey, gib mir den Stern. Es ist doch deiner, oder? Der war vorher nicht da.
Hallo. So, genau. Jetzt geht er nämlich auf diesen Käfig da drauf und dreht den Käfig und ja, dann spawnt hier unten an dem Wasserfall einen Stern, den wir gleich einsammeln werden. So, das ist einfach nur hier unten irgendwo. Oh. Einfach hier unten dürfte der sein. Ja. Geh da hoch, bitte. So, okay. Und zweiter Stern in dieser Welt ist geschafft, ne? Das ist natürlich ziemlich cool. So, speichern. Und gleich wieder rein. Fliegenpilze und rote Münzen. Also gut, machen wir. Dazu nehme ich jetzt nicht die Abkürzung, die eine, denn damit würden wir diese Passage überspringen, wo die Fliegenpilze sind, wo die roten Münzen sind. Ja gut, und die Fliegenpilze auch. Ich frage mich, warum die Welt Fliegenpilz-Versko heißt. Hier sind doch, wo sind denn hier Fliegenpilze? Ich weiß es nicht. Hilfe. So. Okay, vier haben wir schon mal. Und die anderen vier sind hier. Hey, das reimt sich sogar. Die anderen vier sind hier. Ist doch ziemlich nice. So, hier mache ich einfach mal einen Rückwärtssalto. Nummer 6. Da ist die Nummer 7. Und die 8 ist hier oben, glaube ich, oder? Hä? Oder? Wo ist denn die achte? Ach, hier. So, okay. Nummer 8. Dann können wir mit Luigi eigentlich einfach ein Rückwärtssalto machen. Und hier sollte der Stern irgendwo sein. Ja, hier unten. Ach, der Rückwärtssalto von Luigi, der ist schon ziemlich geschickt. Und ich würde sogar sagen, für 1, 2 Sterne ist sogar noch Platz in diesem Part. Und deshalb machen wir das natürlich noch. So. Wieder reinhopsen in das Wild. Ein mysteriöser Berghang. Was könnte damit wohl gemeint sein? Die Leute, die das Spiel kennen, werden sich jetzt denken, hä, voll offensichtlich. Und die, wo das Spiel nicht kennen, werden sich denken, WTF? Das kann man doch nicht finden, weil ich kenne das Spiel doch nicht. Genau das werden sich die Leute denken, die das Spiel nicht kennen. Vielleicht bestimmt. Zumindest. So. Aha, Hilfe. Nein, nicht runterfallen. Aua. Oh Gott. Wo bin ich denn jetzt? Ach so, hier bin ich. Okay. Nicht so tragisch, nicht so tragisch. Wir nehmen einfach wieder die Abkürzung und dann ist das alles ganz gemütlich. So. Und hier wieder runterspringen. Dann kommt der Wind und stößt uns hier hoch. So, ziemlich nice auf jeden Fall. Hier wieder diesem Bomberman 2.0 ausweichen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Bomberman 2.0. Nein, nicht runterfallen. Oh Gott. So, und jawolski. Übrigens, Leute, wenn ihr den Part aktiv verfolgt, dürft ihr gerne Hashtag Fliegenpilzfiasko in die Kommentare schreiben. Ist natürlich keine Pflicht, aber ja, dann wüsste ich, Gott, Deutsch. Dann weiß ich einfach mal, wer aktiv meine Videos schaut und das würde mich freuen. Ist aber trotzdem keine Pflicht. Ja, Leute, hier bei dieser Wolke geht es. Wow. Die hat meine Mütze weggenommen. Hey. Ja, hier bei dieser Wolke führt es in die Wand hinein. Und hier ist eine Rutsche. Hui. Die schwierigste und auch letzte Rutsche dieses Spiels. Es gibt ja insgesamt drei. Die in der Schneewelt ist die zweite und die, nein, scheiße, ah, nein, die in der Schneewelt ist die zweite
Und die in diesem geheimen Gemälde, da unten, wo man auch die Charaktere, wo man auch die Charaktere wechseln kann, das ist ja die erste. Das ist ja Peach Rutschbahn. So. Aber das ist auf jeden Fall nicht so ganz ohne hier, diese Rutschbahn. Hä? Ich hab gar nicht eingelenkt. WTF. Zum Glück habe ich vorher ein paar One-Ups eingesammelt. Ja gut. Wie würde der liebe Dorsten sagen? Failawai. Ach ja, ist ein klasse YouTuber. Könnt ihr gerne anschauen. Ich kann es ihm, seinen YouTube-Kanal nur empfehlen und seine Videos und sowas. Ja. So. Ich weiß zwar nicht, ob er meine Videos schaut, aber ist auch egal. Schaut trotzdem mal bei ihm vorbei, wenn ihr wollt. Und, ziemlich gefährlich hier. Oh, jetzt kommt die gefährlichste Strecke. Wow, 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 wow. Spring! Wow, okay. Wir haben es geschafft. Ja. Leute, ich würde sagen, das war's von diesem Part. Danke, dass ihr auch bei diesem Part wieder eingeschaltet habt. Und ja, wer den Part aktiv verfolgt hat, schreibt einfach mal das, oder ja, kann das Wort, was ich ein, zweimal genannt habe, gerne in die Kommentare schreiben. Ja, ansonsten würde ich mich auch über sonstige positive Bewertungen freuen. Ist alles kostenlos, aber natürlich auch völlig freiwillig. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, danke ich auch schon wieder fürs Zuschauen und tschüss.